Hallo, wie ihr wisst, war ich gestern mit der Kathi. Kathi wieder in der Infobox verlinkt in Wien shoppen. Und ja, was ich von B2 gekauft habe, habe ich euch ja gestern schon in meinem B2 in Österreich Video gezeigt. Ich poste euch das noch einmal als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt und Interesse daran habt. Und ja, jetzt zeige ich euch, was ich sonst noch so gekauft habe. Also, zuerst mal waren wir im Lush Store. Das dürfte jetzt relativ neu bei uns sein, also ich habe davor noch nie einen Lush Store bei uns in Wien entdeckt gehabt. Jedenfalls waren wir da im Donauzentrum in diesem Lush Store. Es gibt jetzt auch einen auf der Mariahilferstraße. Und das ist total krass da drin. Das ist alles total bunt und so sehr viel Badesachen. Und wow, ist total das Kitschgeschäft irgendwie so. Ich habe mir von diesen ganzen Badesachen gar nichts geholt, weil ich weiß, dass ich eh kaum baden gehe, weil ich habe meine ganzen Sachen ja hier unten und die Badewanne ist oben im Haus. Und ja, ich würde es dann wahrscheinlich sowieso nicht wirklich benutzen. Und diese ganzen Duschgels und so, ich weiß nicht, das war relativ teuer, jetzt habe ich es sein lassen. Ich habe mir aber so eine Handcreme, Helping Hands, gekauft, weil Handcremen kann ich nie genug haben bei meiner Arbeit. Und das ist eben so eine schützende Handcreme. Und da steht drauf, macht mit trockener, rauer oder gereizter Haut kurzen Prozess. Mit pflegenden Leinsamengel, Mandelöl, Shea und Kakaobutter und Honig. Ich habe auch hinten nachgelesen, Lavendel und das ganze Zeug ist auch drinnen. Also die soll relativ gut sein. Die Katze hat sich da eine andere gekauft. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber sie hat sie vertragen und sie hat Neurodermitis und deshalb denke ich schon, dass das Zeug ganz gut ist. Und innen sieht das so aus. Riechen tut es nicht besonders gut, aber es riecht natürlich und ich hoffe, sie hilft meinen Händen, wenn die wieder mal sehr stark strapaziert sind. Jetzt habe ich ja gerade Ferien, wenn ich da wieder Schule und Arbeiten bin, werde ich sie sicher gebrauchen können. Sie hat gekostet 12,50 € bei Lush. Ich habe da von der Verkäuferin auch zwei so Proben bekommen. Einmal für so ein Duschgel. Ich finde das total herzig, wie die das so verpacken, diese Proben. In solchen kleinen Döschen. Und einmal hat sie mir noch gegeben, so eine Gesichtsmaske. Was steht denn da drauf? Magnamity. Magnamity? Keine Ahnung. Auf alle Fälle sollte das so eine Gesichtsmaske sein. Das sieht ja sehr interessant aus. Die ganzen Sachen dort sahen irgendwie wirklich so richtig interessant aus. Diese ganzen Duschgels und so. So wie Wackelpudding. Also total spannend dort. Schaut mal in den Lush da rein, wenn ihr da mal hinkommt. Das ist echt ein Erlebnis für sich. Ja, danach. Wo waren wir eigentlich danach? Ist doch egal. Auf alle Fälle waren wir irgendwann mal im Douglas. Und beim Douglas habe ich mir gekauft von Isadora, so einen Lippenstift. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, oh, ich kann es euch sagen, da steht die Farbe 08 oder ich rede zu viel Blödsinn. Die Farbe 80 Crystal Gloss Stick ist das. Taffeta Pink. Und der sieht so aus. Total hübsch. Also es gibt jetzt ja so eine Winteredition von Isadora. Und da habe ich mir letztens schon in St. Pölten so einen gesehen, so einen Lippenstift, den ich unbedingt haben wollte. Da war er aber, weil er limitiert war, ausverkauft. Jetzt habe ich den in Wien eben gesucht und den hat es auch gegeben. Dann habe ich aber nebenbei diesen hier entdeckt und der ist eine Spur heller und habe ihn dann doch einen Tick besser gefallen. Der ist wirklich total hübsch. Ich swatche euch den mal kurz hier auf den Finger oder auf der Hand am besten. Also der ist nur ganz, ganz, ganz hellrosa und schimmert total hübsch. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt in der Kamera. Aber der ist wirklich total hübsch. Ich muss mal schnell schauen, wie viel er gekostet hat. Habe da extra für euch eine Liste gemacht. 11,50 € hat er gekostet. Und die Verpackung finde ich total hübsch. Den Lippenstift finde ich total hübsch. Und ja, er ist wirklich total toll. Ich liebe ihn jetzt schon. Und die Farbe 80 Taffeta Pink, um es nochmal zu sagen, ist das. Finde ich super. Dann habe ich mir noch bei Douglas geholt. Von MAC, von der aktuellen Limited Edition, diesen Nagellack. Das ist die Farbe Cream Light Affair oder so. B69 ist das die Nummerung? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist das, es gibt das aktuellen LE nur diesen Nagellack. Diesen Nagellack. Und der hat gekostet 12 €, wie jeder MAC-Nagellack. Und wie ihr wisst, ich bin ja momentan ziemlicher Fan von dem MAC-Lacken. Das ist jetzt der zweite, den ich gekauft habe. Und ich habe ihn wieder ausprobiert, er ist wieder sehr schnell getrocknet. Und ich habe ihn schon auf den Nägeln. Hier mit bisschen Gitterflitter, um das Ganze aufzupeppen. Er erinnert mich sehr stark an den Lack aus der Cumilicious. Trocknet nur 10-mal so schnell. Und ja, ich finde ihn wirklich auch ganz okay. Er ist halt ziemlich nudig. Also ich würde ihn ganz ehrlich nicht einfach so tragen. Ich habe den auch gekauft, eben für eher so Nageldesigns und so. Dass man eben hier zum Beispiel das Gitter draufgeben kann, ohne dass es kitschig wirkt. Oder so bunte Nagelsticker draufkleben kann. Und ja, das ist eben der Nagellack. Ich bin zufrieden damit. Finde den toll. Und habe ihn, wie gesagt, auch schon auf den Nägeln. Und ja, kann ich nichts dran aussetzen. Finde ich ganz toll. Da war dann auch so eine Probe dabei von einem Parfum von Stella Nude. Stella McCartney.
Und das finde ich auch lecker. Ich habe das gestern schon mal ein bisschen rumgesprüht. Das werde ich, glaube ich, heute gleich zum Ausgehen nehmen. Und ja. Dann, waren wir in so einem Geschäft, wo es Playboy-Bunny-Sachen gibt. Und ich bin schon so oft an diesen Ketten vorbeigegangen, diese Bunny-Ketten so schön glitzern. Und da gab es diese eine rosane, die mir so gut gefällt. Und ich war schon immer, wenn ich in Wien war, ging ich da vorbei und dachte mir, die ist so teuer, die brauchst du nicht, kauf sie dir nicht, sie ist so teuer. Und jetzt habe ich da mich geärgert, weil ich sie nicht gekauft hatte. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, ich kaufe mir jetzt endlich mal diese Kette, weil ich sie schon so lange haben möchte. Und wenn man was wirklich so lange haben will und dann will man es wirklich, dann finde ich es okay, wenn man viel Geld dafür ausgibt. Auf alle Fälle habe ich sie mir jetzt gekauft. So, und hier ist sie, meine Bunny-Kette. Ist die nicht süß? Ist die nicht toll? Ich liebe sie so heiß. Ich pack das mal aus. Die ist doch der absolute Hammer, oder? Ich wollte die schon so lange haben, jetzt habe ich sie endlich. Weil bei uns gibt es sie nirgends, nur in Wien. Und, oh, Baby, ich liebe dich. Und, ja, und allein die Verpackung ist schon so toll mit solchen Bunnies drauf und pink und, oh, ich liebe mich, oh, ich liebe es. Und ich freue mich schon so, wenn ich die endlich mal tragen kann. Sie ist so wunderschön. Jetzt kommen wir zum Preis, der ist nicht mehr so wunderschön. Der hat gekostet 39,99 €. Das ist halt wirklich viel und genau aus diesem Grund habe ich eben auch lange überlegt, ob ich sie wirklich will und wirklich brauche. Aber ja, ich brauche sie wirklich und ich wollte sie auch wirklich, weil ich eben wirklich schon oft überlegt habe, ob ich sie mir kaufen soll und jetzt habe ich sie mir gekauft. Fühlt ihr die auch so süß wie ich? Ich liebe sie einfach. Ich liebe sie. Ach ja. Okay. So, jetzt war leider mein Akku leer. Und ja, jetzt habe ich ihn kurz aufgeladen. Jetzt mache ich das Video fertig und nachher gibt es dann eher einen zweiten Teil. Weil sonst wird das Video viel zu lange. Ich habe noch Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ich möchte euch noch zeigen, was ich bei Claire's gekauft habe. Und zwar so einen Duftstift in Kirsche. Den gab es auch in anderen Düften. Aber die fand ich alle nicht gut. Aber den fand ich so göttlich. Er riecht einfach so. Einfach nur göttlich. Er riecht richtig, richtig göttlich. Und der kostet, wenn man den einzeln kauft, 3,50 €. Wenn man drei Stück kauft, 8 €. Ich habe drei Stück gekauft. Einen für einen Päckchentausch, einen anderen. Weiß ich nicht, was ich den verwende. Entweder ich verlose mal oder kommt in ein Päckchen oder ich schenke mal her. Ich weiß noch nicht. Er wird seine Verwendung schon noch richtig finden. Auf alle Fälle habe ich da die einfach kaufen müssen, weil er so lecker riecht. Und mit Kirschen ist der und er riecht einfach so lecker. Ich bin noch nicht ganz hintergekommen, was man genau damit macht. Auf den Lippen habe ich ihn nicht für sehr pflegend empfunden. Und wenn man auf die Hand geht damit, also ich dachte mir, dass man ihn vielleicht noch hinschmieren soll, dass er duftet, dann wird er aber so leicht rot. Man kann das dann verschmieren, dann funktioniert das. Dann sieht man es nicht mehr so viel, aber trotzdem bleibt es dann so glänzend. Also vielleicht gehört er doch auf die Lippen, ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle riecht er so göttlich, dass ich ihn einfach nur liebe. Lecker, 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 lecker. Okay, meine Lieben. Dann war es das mit diesem Raubzug Teil 1 Video und bis später dann zum zweiten Teil. Tschüss!